Und diese Woche geht unser Gruß an die Wichtel dort draußen. Kennt ihr die noch von Hör mal, wer da hämmert oder Tooltime im Englischen? Nee, nicht Tooltime. Es war Home Improvement. Diesen Gruß, den Tim jede Woche an sein Publikum sendete. Also von uns diese Woche ein Gruß an alle Weihnachtselfen. Ja, es steht, ich dachte, das ist so Unisex Weihnachtself. Also für mich ist das ein Unisex Begriff. Ja, wir wünschen euch eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit. Wir haben reichlich was gelesen, wir haben Post von euch bekommen. Ja, der ist selbst gemacht. Und der ist bei uns eingetrudelt, endlich, nach all der Zeit, ich habe da schon lange ein Auge drauf geworfen. Und wenn nicht gar zwei, ne? Ja, zwei, mindestens. So, aber bevor wir dazu kommen können, ihr kennt das Spielchen. Dort oben steht Dauerwerbesendung, weil wir hier über Bücher reden, über Menschen, die uns was geschickt haben und der Kanal ist unten verlinkt zum Beispiel, darüber reden und weil wir, über was reden wir noch? Über was reden wir noch? Wir reden über Bücher, Puzzle, Filme. Wir haben sogar drei Filme diesmal, zwei Filme für euch. Und das andere ist unten in der Infobox, ist wie immer alles verlinkt. Ihr müsst nicht mitschreiben und ja, genau. Und die Links gehen dann zu Amazon. Und die zu Amazon gehen, sind Partnerprogramm-Links. Das bedeutet, wenn ihr dann irgendetwas bei Amazon über diese Links bestellt, bekommen wir Prozente. So, dann haben wir dem jetzt schon mal Genüge getan. Ich habe hier ein alkoholfreies Bier. Ich habe heute Durst ohne Ende. Und alkoholfreies Durst Bier ist wie eine Bergziege. Für mich das Beste, was ich trinken kann. Ja, ich habe mir ein Tonic-Wasser hier reingemacht. Ich mag es sehr gerne, wenn es ein bisschen bitter ist und ein bisschen herber. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber im Moment sind wir bei der Heizungsluft. Ja, ich habe heute Durst. Aber die Sache ist, dass wir in diese Tasse, so schön sie aussieht, nichts Warmes füllen können, ja, weil da macht es und bevor haben wir einen Weihnachtsmann schmarrn, wir eine Weihnachtsmann-Tasse gehabt. Ja. Ja, lassen wir das lieber. Mar hat mir diese jetzt geschenkt. Ich finde die ganz toll. Da waren noch drei Packungen Tee dabei. Ich finde die so schön. Drei Teebeutel. Ja, übertreibt man nicht. Ja, drei Teebeutel dabei. Aber ich finde die Farbe so toll. Ja, die gab es auch in meiner Lieblingsfarbe noch in Mint. Aber ich dachte, ich habe viele Tassen. Sina ist völlig untertasst sozusagen. Was auch nicht stimmt. Wir haben reichlich Tassen. Es ist so mies, ich sammle ja Tassen, aber... Ja, das tun wir beide. Ja, aber ich dachte, so langsam werden es zu viele. Aber die ist so schön. Aber es steht drunter, let's get cozy. Und bei mir geht dauernd im Kopf, wenn ich diese Tasse in der Hand habe, das Lied an, Baby, it's cold outside. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie eine Querschussverbindung, was weiß ich. So, ja, also als allererstes Frage, die reinkam. Ihr wisst, ich habe das über Reality Shifting abgedreht und eine Frage, die jetzt ja immer mal wieder kommt, was ist mit dem Shiften? Ich kann euch sagen, was mit dem Shiften ist. Ich habe es noch zweimal, hatte ich jetzt, ob es jetzt luzide Träume sind, ob es wirklich Shifting ist. Dieses Ganze mit richtigen Realitätswechsel ist mir tatsächlich zu esoterisch, das ist mir nicht wissenschaftlich fundiert genug. Ihr wisst es, ich habe da gerne wissenschaftliche Basis, ich habe da gerne meine Forschungsberichte zu. Ich habe das gerne wissenschaftlich geprüft und mit Gegenstudien und Blindstudien. Und ich bin ja auch diejenige, die Studien tatsächlich mittlerweile so liest, dass sie dann auch immer wissen möchte, okay, wie viele Teilnehmer waren denn da? Und eine Freundin von mir, die Biochemie studiert hat, hat gleich als allererstes von ihrem Professor eingetrichtert bekommen, vertraue nie einer Studie, die du nicht selbst gefaked hast. Aber letztendlich, zumindest ja, gut, Leute, wenn ich Studien in Auftrag gegeben man hat. Man sollte schon ein bisschen genauer prüfen. Manche Sachen leuchten mir einfach ein, aber das geht mir alles ein bisschen zu sehr in den esoterischen Bereich. Das mag ich nicht ganz glauben. Also für mich ist es eher im Bereich des luziden Träumens anzusehen. Was ich dazu allerdings sagen kann, ist, dass ich es noch zweimal jetzt gepackt habe, aber nur kurz. Das eine Mal bin ich wieder ganz schnell raus, weil ich irgendwie ahnte, dass hinter der weißen Tür nichts Gutes lauert. Und ich habe gesagt, hier, raus hier. So, und das andere ist, ich komme tatsächlich nicht so sehr dazu, weil ich abends mittlerweile oftmals einen Mitschläfer habe. Und seitdem ich das angefangen habe mit den luziden Träumen,
Reality Shifting, mag Emma das nicht und kommt zu mir. Den einen Tag hat sie mir wirklich knallhart auf den Kopf gehauen. Also ist es mit dem Shiften nicht ganz so, weil mein Hund das nicht mag. Aber ich bin immer noch dabei, klar, ganz klar, weil es mir auch gegen die Träume empfohlen wurde. So, dann kommen wir jetzt zu dem großen Thema, Post von uns. Warte, lass uns nicht eins Post erst von machen. Uns, Post dann kann ich uns. Das hier so ein bisschen vor mir schieben. Also, ich habe das Puzzle, die Schöne und das Biest von Thomas Kinkade jetzt beendet. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Mir gefallen die Farben, also das leuchtet auch wirklich Painter of Light. Okay, das hat er sich verdient. Aber dieser Bereich hier, ihr seht, da ist nicht viel mit Motiv und so. Das sind nur so Wolken und Schattierungen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, du beißt in die Tischkante, vielleicht holst du dir Sina dazu. Sie hat so geflogen. Aber erstaunlicherweise ging es dann ratzifatzi, nachdem ich den ganzen Rest, von dem ich meinte, dass das alles sehr easy wäre, geschafft hatte, ging der Rest doch erstaunlich leicht. Und ja, jetzt habe ich das durch und wir haben uns überlegt, das Susi und Strolch Puzzle, auch von Thomas Kinkade, werden wir wohl gemeinsam machen. Ja, ich habe da schon. Ich bin da schon, ich will nicht sagen weit, sagen wir ein Zehntel, zwei Zehntel, so weit bin ich da jetzt schon, aber ich komme gar nicht so viel zum Puzzeln und deswegen, Mar macht das wirklich unglaublichen Spaß im Moment, deswegen habe ich jetzt gesagt, bevor hier mehrere Puzzle rumstehen. Mach du doch auch mit. Also für mich ist, also bei dem anderen habe ich jetzt wirklich vier Teile oder so eingefügt. Ja. Also für mich ist das wirklich so völlig blank der Kopf. Also das kann dann sein, dass Sina irgendwie ein Hörbuch nebenbei hört, dann höre ich mal ein bisschen mit und dann bin ich aber wieder gedankenlos. Also das ficht mir wirklich die Gedanken aus dem Kopf und dafür bin ich Passe gerade sehr dankbar. Und von daher macht mir das gerade sehr, sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen, was ich mag, ist, dass die Farben so leuchten. Also nicht kitschig oder so, aber es ist nicht so. Obwohl ich finde, dass die von Schmidt Puzzle, also gerade diese Kinkade, echt unvorteilhaft sind, bei künstlicher Beleuchtung zu legen. Das hat man aber eigentlich immer ein bisschen, ne? Ich glaube, nein. Es halt, gibt also andere, die sind ein bisschen matter und die lege ich dann lieber. Also ich bin jetzt nicht unbedingt von der Qualität so begeistert, weil wenn ich dazu komme zu puzzeln, ist das meistens abends und abends im Sommer ist okay. Abends im Winter heißt Kunstlicht und nicht Tageslicht und das bedeutet, es ist schon schwieriger. Also das verleidet es mir jetzt auch im Moment wieder nochmal so positioniert, damit das geht. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Es glänzt halt ein wenig. Und von daher ist es dann schlecht zu sehen. Gerade wenn es um feine Farbnuancen geht, ist es ein bisschen schwieriger. Aber dafür, ich habe heute das Pass, ich habe es ja schon zerstört, so an beiden Ecken genommen und habe es hochgehalten und habe gesagt, guck mal, Sina, es hält. Also die Teile halten wirklich gut ineinander. Also da ein bisschen Kleber drauf, dann hält das Bombe. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja irgendwann nochmal wieder machen. Also habe ich das jetzt schön wieder klein gemacht, wieder in die Box zurück. Und irgendwann ist es wieder dran. Na ja, gut. Dann kommen wir auch noch gerade zu diesem kleinen Häuschen. Dieses kleine Häuschen hatten wir irgendwie vor 3 Jahren, 4 Jahren oder so bekommen. Und das war sehr verblichen. Und ja, jetzt habe ich es mir vorgenommen, schon lange vorgenommen. Ich hatte schon mal angefangen und habe es halt beschneit. Habe es jetzt zu einem Winterhaus gemacht, weil so viel Farbe abgeschrappt war. Die Tiere habe ich ein bisschen nachgemalt wieder. Es war jetzt auch in anderen Farben, aber okay. Mama wollte, dass die Skier rot sind. Sind sie rot geworden, auch auf der anderen Seite. Und jetzt hier oben haben wir nochmal lieben Dank an Tanieri und Matthias und Mops Paula für den kleinen Jack Skellington, weil ich finde, der mit seinem kleinen Paket passt hier wunderbar perfekt obendrauf. Und ja, ich habe hier immer total Angst, dass ich ihn verliere. Er steht zwar eigentlich sicher positioniert auf dem Bücherregal, aber da ist er einfach mega. Und sein größter Traum geht in Erfüllung. Er darf ein Päckchen durch den Kamin werfen. Und hier vorne habe ich einen kleinen Schneemann noch gebaut aus selbsthärtener Modelliermasse.
und ein bisschen Farbe für die Nase. Also es ist halt ein kleines Projekt gewesen, wofür ich kannst aber... Kannst du es auch gerne von anderen Seiten zeigen. Ihr seht es auf Instagram. Ich möchte hier jetzt auch nichts rumraken oder so oder allzu sehr drauf eingehen. Bei Instagram auf meinem Kanal könnt ihr es sehen. Da ist es nochmal abgelichtet, auch mit den Vorherbildern. Und ich bin, ja, ein wenig begeistert. Also ich werde es euch jetzt auch nicht in Großaufnahme einblenden, weil wir sind eh schon spät dran mit diesem Video. Und wenn ich dann auch jetzt schneide und so weiter, noch kleine Sachen reinschneide oder so, dann kriegt ihr das Video nicht rechtzeitig zu sehen. Und deswegen, ja. Und ich versuche jetzt wirklich wieder ein bisschen regelmäßiger hochzuladen. Also, ja. Es ist jedenfalls jetzt beglittert und beschnitten. Gut, dann zeige ich euch noch das nächste Lichtobjekt. Und zwar hat meine Schwester diesen, ich hoffe, ihr könnt ihn gut erkennen. Ich werde ihn aber natürlich auch noch bei Instagram vorstellen. Ich weiß auch schon, an welchem Tag. Ja, den hatte sie gemacht und ich habe mich augenblicklich und unsterblich in dieses Teil verliebt. Yoda, der sich am Licht wärmt, es beschwört, was auch immer. Und dieses Schwert leuchtet auch noch nachts. Also es ist mega, mega toll. Ich habe mich, ja, und ich schäme mich auch dafür. Ich habe nicht locker gelassen. Mama hat heute so gejammert. Wir waren nämlich bei meiner Tante kurz und da hat sie so gejammert, ja, mal wieder. Wir mussten nur was abholen. Ihr wisst es, Abstand und so weiter. Aber Ma hat dann gejammert. Ach, dein Yoda steht ja immer noch. Ja, ja, und dann, ja, hier, nimm mit. Also wenn ich den Yoda hätte. Ich hole ihn, nimm mit. Ja, und jetzt hat sie... Ja, das, im Nachhinein war es mir dann schon sehr peinlich, weil meine Schwester ist sowieso äußerst großzügig und ein ganz liebenswerter Mensch. Und die hat mir schon so viel geschenkt in ihrem Leben. Und ja, und da musste ich ihr auch noch den Yoda abnehmen. Ihr Meisterwerk, für mich natürlich, ist es ihr Meisterwerk. Sie hat noch ganz andere Meisterwerke. Vielleicht werde ich jetzt mal anfangen, dass ich jammere, dass ich das türkise Bild unbedingt brauche. Aber ich glaube, das rutscht sie wirklich nicht raus. Nein, das ist genau, das passt auch zu ihrer Einrichtung, ja, perfekt. Ja, aber Baby Yoda, das hat sich schon so rein. Es Baby gibt Yoda, keinen Baby normalen Yoda. Yoda mehr, es wie gibt viele, nur Baby Yoda. Ja, wie viele Videos wir jetzt geguckt haben, wie man Baby Yoda aus einer Babypuppe macht, keine Ahnung. Aber ja, also das war jedenfalls so ein Wunschobjekt, weil ich gesagt hatte, Mensch, willst du nicht mal was mit Yoda machen? Und dann hat sie das gemacht und ich finde, das ist einfach nur mega, mega toll. Falls ihr Monika noch nicht kennt, sie war ja schon mal beim Video bei uns und sie ist auch bei Instagram und wir werden euch ihren Instagram-Kanal unten natürlich nochmal verlinken. Ja, und ich werde es mir aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. So. Wie gesagt, es muss heute alles ein bisschen schnell gehen, damit wir für euch das Video noch ins Netz kriegen. So, dann haben wir von Kerrigan, ich musste gerade überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, von Kerrigan ein Paket bekommen. Und soweit ich weiß, hat Kerrigan hier nicht, dass sie Bücher vorstellt oder so. Und deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal anonym, also nicht, dass wir den Kanal verlinken. Liebe Kerrigan, wenn du willst, dass wir da noch irgendwas verlinken, dann sag Bescheid. Dann ein kleiner Kommentar darunter. Machen wir das ganz schnell und zucki, dass du auch verlinkt wirst. Sie hat uns ein Buch geschenkt. Und zwar schon alleine wegen dem Glimmer-Effekt. Ist das wohl toll und das glimmert wirklich. Also das ist hier nicht gekleckert, da wurde geklotzt. Ja, nicht nur da. Sogar hier, ihr kennt es, Klappbroschur und sogar hier, nee, da nicht, da toll gelaufen. Hier, sogar hier ist es am Glimmern und am Glittern. Das Winterkarussell von Anna Liebe. Hier war noch ein Kleber drauf, den habe ich gleich abgekratzt. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Aber ja, ihr wisst es, Kleber auf Covern und ich sind keine guten Freunde, also habe ich es gleich abgekratzt. So, und ja. Es geht auch noch um ein Karussellpferd. Nee, um ein ganzes Karussell, ganzes oder? Karussell? Um ein ganzes Karussell, das in der Scheune steht. Umso besser. Ja, sie entdeckt ein altes Karussell, das in der Scheune ihres Großvaters steht. Ich bin ja kein großer Karussellfan, aber diese nostalgischen alten Karussells mit diesen wunderschönen Pferden und so, die liebe ich absolut. Also die Ästhetik ist Wahnsinn. Also nicht jetzt hier diese neuen, wisst ihr, wo... Ich wollte jetzt sagen, sich nicht Mühe gegeben wurde, aber ihr wisst, was ich meine. Wo es aussieht vom Weiten nach,
einmalig gerade mal Airbrush drauf oder Lackdings drauf und ein paar Punkte und dann haben wir ein Elefant oder was auch immer, sondern die so richtig noch, ihr wisst es. Ja, so wie es im Disneyland ja auch dieses Camelot. Oder Paris-Montmartre gibt es ja auch noch so ein altes. Ah, diese alten sind wunderschön, oder? Die sind toll. Ja. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, das werde ich jetzt jedenfalls tagsüber lesen. Also tagsüber bedeutet für mich nicht in der Nacht. Nicht, weil ich mich gruseln würde davor, sondern ich habe ja meistens ein Tagbuch und ein Nachtbuch. Nachtbuch ist für mich wie heute Nacht. Bin ich um 1 Uhr wach geworden, konnte nicht schlafen, habe ich erstmal 2 Stunden gelesen, bin dann wieder eingeschlafen. Und das lasse ich mir für den Tag. Das ist wirklich wunderschön. Ja, es sieht auch so ein bisschen nostalgisch aus, gefällt mir richtig gut. So, aber dazu gab es noch diese wunderschöne Karte. Und ich finde, sie hat eine wahnsinnig schöne Schrift. Findet ihr nicht auch? Leider werden wir euch jetzt nicht die wahnsinnig schöne Schrift weiter zeigen. Nein, ich zeige drin euch lag nur noch eins. Ein ganz schnell zeige ich es nur einmal. Ein ganz toller Brief. Ja, ihr seht, mit richtig schönen Stickern, die auch noch so richtig schön weihnachtlich sind. Und der war wirklich so lieb und so nett geschrieben und so motivierend. Ja, das ist mir ganz schön zu Herzen gegangen. Ja, ja, deswegen danke, danke, danke. Du hast uns eine riesen Freude gemacht. Den Brief werden wir wahrscheinlich ins Buch reinlegen und dann alle Jahre wieder fällt er uns dann in die Hand. Ich mag es gerne. Oder Marc hat ja auch diesen Tick in Büchern, Dinge zu... Ja, was ein bisschen hinderlich ist. Einen Brief würde ich ganz gerne mal wieder lesen, aber den habe ich auch sicher in ein Buch gepackt. Nur in welches? Aber irgendwann werde ich das Buch wieder öffnen. Und dann habe ich wieder den Brief, der Briefe in der Hand. Also Kerrigan, du hast uns eine Riesenfreude damit gemacht. Und dein Brief war wirklich so berührend, so schön und motivierend, weiterzumachen. Zu sehen, dass man es ja nicht umsonst macht, dass Leute es wirklich zu schätzen wissen, was wir machen. Und du hast das in wunderschöne Worte gekleidet. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück und möge das Universum mit dir sein, sozusagen nicht nur die Macht, sondern auch das Universum. Und danke, danke, danke für deinen lieben, lieben Brief und für das schöne Geschenk. So, dann kam an, ich habe es euch ja eben schon gesagt, dieser Kopf. Diesen Kopf hat eine Freundin hergestellt, die liebe Janine. Wir verlinken sie euch unten auch wieder. Wir haben ja schon öfter über sie geredet. Und als sie den gemacht hat, war ich eifersüchtig. Ich wollte nicht nur so etwas auch können, nein, ich wollte ihn haben. Er ist ganz toll, er ist aus Pappmaché. Könnt ihr es hören? Ist also auch super leicht, also da vertut man sich. Ja, und ich finde ihn klasse. Ich war sofort richtig begeistert davon, obwohl es ja eigentlich nicht so meins ist, die grüne Hexe, aber die ist einfach cool. Sie hat Charakter. Sie hat so liebe Augen, wirklich richtig liebe Augen und irgendwie fehlt noch eine Zigarette oder so, aber sie ist cool. Ich mag sie total. Also sie ist eine richtig coole Hexe und ich habe immer schon sie beäugt. So, und jetzt irgendwann kam die Frage, sag mal, ich möchte an die Stelle was anderes stellen. Habt ihr Interesse an dem Hexenkopf? Ja, natürlich haben wir Interesse an dem Hexenkopf. Sie hätten noch im Prinzip nur für uns gemacht. Ja, und jetzt ist er endlich bei uns und ich bin mega happy über diesen Hexenkopf. Ich finde ihn super toll. Und Janine hatte da noch dazugelegt eine Karte und sie hatte dazu 2 Weihnachtsmänner gelegt und ja. Und dann kam... Einer ist dann schon weg, aber einer steht noch. So, aber dann kam irgendwann, nachdem wir das auch bei Instagram reingesetzt haben... Eine vorsichtige Anfrage. Sag mal, habt ihr die beiden Champs auch gefunden? Champs? Hab gesagt, Champs? Wo ist das Paket? So, und dann bin ich erstmal losgesportet, hab geguckt, hab nochmal das ganze Paket umgewühlt und tatsächlich, da waren 2 Charms. Aber diese Charms, Janine ist ein Meister für Miniaturen. Ich habe einen der ist hier dran, der ist total zuckersüß, er ist ja gerade mal so wie mein Dings, es ist ein kleiner Schneemann, aber ihre Kunstwerke könnt ihr euch super gut bei ihr auf dem Kanal angucken. Nur ich habe gesagt, das ist so klein, wenn sie die fotografiert, sehen die so groß aus, aber die sind so winzig und detailliert und der glitzert sogar noch.
Immer wichtig, glitzert. Und, ja, und dazu gab es noch einen kleinen grünen Kürbis. Und man denkt immer, die Sachen sind so groß bei ihr. Dabei sind sie so, so winzig. Das ist unglaublich. Ich meine mal, ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie schwer es ist, Fimo zu kneten. Sie arbeitet mit dem normalen Fimo. Ich weiß nicht, was für Finger sie hat. Also mit ihr möchte ich... Ganz vorsichtig. Ja, und mit ihr möchte ich hier nicht Finger-Wrestling machen. Also ihr wisst es nicht so. Mit Armen gibt es das. Das gibt es sicherlich auch mit Fingern. Mit Janine besser nicht. Die muss da richtig, richtig Muckis haben. Weil es ist irre. Es ist irre, 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 wie detailgetreu und wie klein sie arbeitet. Und ich bin so... begeistert. Und er hat sogar noch drei kleine PWE hier. Ach, ihr kennt das doch, an diesen Ilex-Zweigen sind doch diese drei Beeren. Hat der kleine Schneemann noch auf seinem Hütchen. Und dann hat er diesen kleinen Schal und dann auch so Punkte auf dem kleinen Cupcake. Und ich bin ganz bezaubert. Ich bin wirklich ganz, ganz bezaubert. Ich habe gestern nur immer gesagt, sie ist so talentiert, sie muss mehr daraus machen. Sie ist wirklich extrem talentiert. Aber Janine verlinken wir euch auch, sowohl den Kanal als auch ihren Instagram-Account. Sie macht wirklich ganz, ganz fantastisch schöne Sachen. Von ihr haben wir auch schon mal einen Rucksack geschenkt bekommen mit dem Motiv von Nightmare Before Christmas. Und nein, Alice. Ach, das war ja Alice. Das war ab für die Anita Taschen zu machen. Ja, ja. Das klebt auch an. Nee, klebt natürlich. Haben wir auch noch mal Alice an meiner Tasche. Ja, aber es ist so klein. Sie ist so talentiert. Sie ist wirklich so, so talentiert und sie ist so eine liebe Person. Wir sind dankbar, dich als Freundin zu haben. Das sei schon mal dazu gesagt. Und das nicht nur wegen den tollen Geschenken, sondern weil du eine kreative und wundervolle Frau bist, die einen bösen, schwarzen Humor haben kann. Nein, noch nicht mal einen schwarzen Humor, aber die durchaus auch die dunkle Ästhetik zu schätzen weiß, so sehr wie schön. Wir. Und die trotzdem ein Disney-Mädchen ist und einfach ein ganz bezaubernder Mensch. Ja, so, das ist super, wenn man sowas sagt, so ein Kompliment raus. Und jetzt sich weiß dabei ich, warum es Lobhudelei heißt. Du weißt, was ich gesagt habe und du weißt, was ich meine. Also, ganz, 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 ganz lieben Dank an dich nochmal. So, dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die wir gelesen haben. Und da kommen wir noch nicht. Wir kommen jetzt erstmal zu den Sachen, die wir gesehen haben. Ja, ja. Wir haben gesehen Die gute Fee auf Disney Plus. Und das war zuckersüß. Ja, das ist ein Weihnachtsfilm, den ich euch absolut empfehlen kann. Es geht halt um eine Feenausbildung. Nur leider braucht es eigentlich keine guten Feen mehr, weil die Menschen nicht mehr so wirklich an Magie glauben und keine guten Feen mehr anfordern. Ja, also diese Schule für gute Feen ist kurz vor der Schließung und eine gute Fee macht sich dann halt auf mit einem letzten Kinderwunsch, den sie gefunden hat in irgendeinem Archiv. Und leider ist das Mädchen schon erwachsen, aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht auch ein wenig Magie in ihrem Leben gebrauchen kann. Es ist süß, es ist ein schöner magischer Weihnachtsfilm und wir können euch absolut empfehlen mit Isla Fisher. Die bei mir tatsächlich, und jetzt verrate ich euch was, die Vorlage war für Serena bei Serena und Lionel. Da habe ich mir Isla Fisher immer vorgestellt. Ja, sie war die Vorlage dafür und ich finde, sie hat das gut gemacht. Sie hat beides gut gespielt. In meinem Kopf hat sie Serena gut gespielt und jetzt in dem Film hat sie das auch gut gemacht. Ja, ich war jedenfalls sehr begeistert davon und es ist jetzt nicht der großartigste Film unter der Sonne, das möchte ich damit nicht sagen, oder unter dem Weihnachtsmond, aber es ist einfach so die richtige Atmosphäre für Weihnachten und es ist einfach ein richtig, richtig schöner Film. Also wenn ihr Disney Plus habt, dann guckt vielleicht mal rein in Die gute Fee. So, und dann haben wir noch Onward geguckt. Onward war wirklich so etwas, ich bin ja keine Kinogängerin mehr, aber bei Onward habe ich gedacht, schade, dass du keine Kinogängerin bist. Und dann kam, ihr wisst, das Desaster und es gab kein Kino mehr. Ich wäre trotzdem nicht reingegangen, weil ich keine Kinogängerin bin. Ist egal. Jedenfalls ist es so, dass wir ihn jetzt gesehen haben und ich muss sagen, er war nicht ganz so gut, wie ich es erwartet habe. Also ich bin durchaus ein wenig enttäuscht. Ich hatte einfach gedacht, dass es mehr ist, aber er war trotzdem sehr gut. Also worum geht's bei Onward? Das erzähle ich euch auch gerade noch. Es geht um einen Jungen, der jetzt gerade, wird er volljährig? Ich glaube es, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Jedenfalls eifert er seinem Vater nach, den er nie kennengelernt hat, weil der gestorben ist, als er
Baby war oder als die Mutter noch schwanger war, aber ich glaube, als er ein Baby war. Und jedenfalls hat er nie seinen Vater kennengelernt und jetzt, es ist eine magische Welt, aber sie verlassen sich halt immer mehr auf Technik oder fast nur noch auf Technik. Und ja, an seinem Geburtstag kriegt er dann einen Zauberstab und sein Vater hat einen Zauberspruch für ihn. Und dieser Zauberspruch soll ihn, er wird 16. Für einen Tag. Soll ihn für einen Tag halt wieder lebendig machen, damit er sehen kann, was aus seinen Söhnen geworden ist. Ja, ich weiß, eine ziemlich traurige Grundstory im Endeffekt. Naja, jedenfalls ist der, wird der Vater halt materialisiert, aber leider nur halb. So, und jetzt haben diese Kiddies, er und sein Bruder, 24... Und es ist nicht die gute Hälfte, es ist die, mit der man sich fortbewegt. Genau, es sind nur seine Beine da, seine Füße und seine Beine, also bis zur Hüfte ist er da, der Rest fehlt und ja, jetzt machen sie sich auf die Reise, um nochmal so einen Ersatz für einen Zauberstab zu finden, so einen Phönixstein, um ihren Vater dann ganz zu bekommen und natürlich es ist es eine Reise, ein Abenteuer, das die beiden Brüder zusammenschweißt und ich habe es auch ein bisschen gesehen als die Gegenversion zu Frozen, wo es um zwei Schwestern geht, ist Onward halt etwas, wo es um Brüder geht und um die Liebe der Brüder zueinander. Also letztlich habe ich da doch durchaus Parallelen ziehen können und ich mochte den Manticore. Der Manticore ist eine Mischung aus Löwe, Skorpion und ich weiß nicht, Monster? War das Bär? War das ein Bär? Ich weiß es nicht, aber der Manticore, ich fand den cool. Der Manticore, ich will euch gar nicht zu viel erzählen. Lasst euch einfach mal verzaubern von Onward, dieser magischen Welt. Ich fand auch die Einhörner toll, weil die Einhörner jetzt mittlerweile völlig verwildert sind und wie Katzen fauchen und ich. Ja, also das mochte ich. Ich mochte von Onward. Also es ist kein schlechter Film. Ich hatte ihn mir noch besser vorgestellt, aber... Und da kommen wir jetzt zum nächsten. Mir ist aufgefallen, warum ich... Wenn ich mit Janine rede, und ich rede in letzter Zeit sehr viel mit Janine, fällt mir immer auf, dass Janine so vieles toll findet, was ich eigentlich toll finden will. Nur ich finde es leider nicht so toll wie bei den Filmen. Und ich bin auch mittlerweile eifersüchtig, dass sie die Sachen enthusiastischer begrüßen kann, als ich es tue. Ich möchte die Sachen auch lieben. Ich möchte auch sagen, oh, der Film war toll und der, och, das mochte ich. Und ich kann es einfach nicht. Ich empfinde es nicht so. Und jetzt habe ich mir wirklich überlegt, warum gefallen dir die ganzen Filme nicht? Janine findet den gut und du möchtest sie gut finden, du findest sie nicht gut. Und ich glaube, ich habe mich zu sehr an Bücher gewöhnt. Ich weiß, es hört sich jetzt total doof an, aber das ist so. Ich glaube, ich habe mich zu sehr an Bücher gewöhnt. Ich habe es heute noch zu Mal gesagt, Filme kommen mir mittlerweile vor wie Trailer. Weil die Geschichte, das ist noch was anderes bei Bollywood-Filmen oder Langstreckenfilme, ihr wisst es so, oder Serien. Aber bei Filmen ist es mittlerweile so, dass ich denke, das ist wie ein Trailer für ein Buch. Mir fehlt so viel Hintergrundwissen, so viel Charaktere. Es entwickelt sich alles viel zu schnell und ich mag das nicht mehr so ganz. Ich war immer der Filmfreak und jetzt mittlerweile muss ich einsehen und sagen, die kommen ja alle nur noch vor wie Trailer. Wie große Auftakt-Trailer zu etwas viel Besserem. Und ich muss sagen, oder ich vermute, sollte es wirklich möglich sein, dass ich Bücher mittlerweile mehr liebe als Filme. Aber ja, das ist eine erstaunliche Sache. Und Jenny, ja, ich bin eifersüchtig. Ich bin eifersüchtig, dass du so viel Geld magst und ich nicht. Ich möchte das auch. Ich möchte auch so viel Freude in meinem Leben haben, wie du aus den Dingen holst. Da bin ich tatsächlich ein bisschen eifersüchtig drauf. So, ja, und jetzt kommen wir endlich zu den Sachen, die wir gelesen haben. Und da fange ich jetzt an mit den Sachen, die ich euch einblende. Und zwar fangen wir an mit Bunbury Teil 9. Bunbury 1 bis 8 habe ich euch ja schon vorgestellt. Oder beziehungsweise es gab eine Reihenvorstellung auf dem Zweitkanal. Ich habe ja dieses Jahr alle Teile bis dato durchgesuchtet gehabt. Jetzt kam bei Spotify der nächste Teil und ich habe mich natürlich sofort wieder aufbegeben nach Bunbury. Dieses Mal geht es um die Bibliothek in Bunbury, die ja Elfie aufbaut. Und ja, dann kommt auf einmal eine Frau zu dem, ja, das ist das ermittelnde Trio in diesem kleinen Ort Bunbury. Und die Frau behauptet, ihr Mann sei zu Tode erschreckt worden. Ja, was steckt dahinter? Und
kann es sein, dass mit dem einen Unfall, der passiert ist, da nicht vielleicht eine Verbindung besteht. Ja, es war wieder ein wenig düb-di-düb-di-dü. Es ist nicht das Spannendste unter der Sonne. Es ist auch nicht das Blutigste oder Brutalste oder was auch immer. Nein, es ist wirklich Cozy Crime. Es ist ein Wohlfühlbuch mit einer Leiche drin oder mehreren Leichen. Aber es ist alles so, dass es Altersfreigabe 6 Jahre geben würde. Also ich glaube, 6 Jahre würde ich dafür ansetzen, wenn es ein Fernsehfilm wäre. Also da finde ich sogar Barnaby oder so tatsächlich wesentlich abgründiger. Also Barnaby, da könnt ihr euch wirklich hinbegeben, wenn ihr entspannen wollt. Ja. So, hat bei mir, glaube ich, 3 Sterne, 4 Sterne bekommen. Ich werde der Reihe weiter treu bleiben, weil ich die Charaktere mag, aber als Krimi finde ich es irgendwo eher langweilig. So, dann kommen wir zu Hummeldumm sagen. Das war der Erdmännchen-Krimi, ne? Den ihr uns empfohlen habt. Hummelstich, Teil 1. Da werde ich euch auch noch auf dem anderen Kanal noch eine Einzelvorstellung zu abdrehen. Hummelstich ist brutaler. Ich habe mich sogar erschrocken, wie brutal es ist. Also da werden auch die Leute geköpft. Wer das nicht möchte, sollte lieber zu Bunbury kehren. Hummelstich ist ein kleines Dorf in Deutschland und da kommt jemand hin mit seinem Bücherbus. Bea, die hat mich da gerade ein Haus geerbt von ihrer guten Freundin. Nur leider glaubt sie ganz schnell, dass ihre Freundin kein natürlichen Tod gestorben ist, sondern dass da Mord war. Und ja, dann passieren noch andere Sachen im Dorf und die sind dann eher schauderhaft. Naja, jedenfalls, es ist ein bisschen blutiger. Ich kam jetzt nicht wirklich hundertprozentig damit klar. Wahrscheinlich aber auch mit diesem Landwirtschaftsaspekt, dass dann Ferkel geboren werden und dann wird gesagt, ja, die werden dann irgendwann beim Fleischer landen. Ich weiß, dass es die Realität ist, deswegen bin ich Vegetarierin, aber ja, ich lese es nun mal nicht gerne. Also für mich war, nein, also für mich ist das nicht die Reihe. Und ein Tier kommt tatsächlich ein wenig zu Schaden, überlebt aber. Für alle, die deswegen halt gewarnt werden wollten. Also Hummelstich war jetzt nicht ganz so meins, ich werde es jetzt erstmal nicht weiter verfolgen. Es ist hörbar, ich habe 4 Sterne gegeben, der Krimi ist sicherlich ganz gut. Es ist auch immer noch auf der Reihe Seite Cozy Crime, aber doch brutaler. Also ein bisschen mit Vorsicht, wenn ihr sonst es eher langsam haben wollt und nicht auf geköpft und so weiter steht. Dann greift lieber zu anderen. So, gut, muss ich jetzt hier noch irgendetwas für dich einblenden? Ich weiß es nicht. Nein, muss ich nicht. Also fangen wir jetzt mit dem Prinz an. Gut, so. Ich habe mir mal wieder Lindsay Sands geschnappt, die Agenot-Reihe. Und zwar diesmal Vampire haben es auch nicht leicht. Diesmal geht es um... die Sache um mit Vincent. Den Dingen in Büchern, ne? Ja, ja. Diesmal geht es um Vincent und es geht um Jackie. Und Jackie ist Privatdetektivin bei Vincent. Er ist Schauspieler, Produzent, er inszeniert auch Theatervorstellungen und so weiter. Und er hat jemanden irgendwo in seinem Team oder irgendwo, es steckt jedenfalls ein Saboteur. Und Jackie wurde von seinem Cousin halt losgeschickt, damit sie ihm hilft. Und sie steht mit Tiny bei ihm dann vor der Tür. Und Tiny ist riesengroß, sie ist eine kleine Frau. Und die beiden sollen jetzt versuchen, ihn zu schützen und rauszukriegen, wer der Saboteur ist. Ja, wer aber auch noch anreist, ist die Mutter von, also die Mutter der Agenots, wie heißt sie nochmal, Marguerite oder? Ist ja auch egal, wenn ihr die Reihe kennt, wisst ihr, wen ich meine. Sie reist jedenfalls an und wo sie ist, da besteht immer die Gefahr, dass irgendwer verkuppelt wird. Mir hat das diesmal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt etwas, wo ich mich safe fühle. Da gibt es keine kleinen Ferkel, die irgendwann auf dem Spieß stecken oder irgendwelche. Ja, das wird ja nicht Sachen beschrieben, aber es wird halt, es halt gefragt. Das reicht schon der Gedanke. So, und von daher fühle ich mich hier absolut wohl und sicher und es hat halt genau die richtige Portion an Humor und Spannung. Also ich mag die Bücher total gerne. Ma hat sich auch riesig auf den Teil gefreut, weil du Vincent so gerne mochtest, ne? Heißt er jetzt Vincent? Ich hatte eigentlich gedacht, dass jemand anderes auftaucht, aber
Vincent mag ich auch sehr gerne. Vincent ist ja schon mal aufgetaucht und da war Vincent halt so ein bisschen der kleine Störenfried, der kleine Stichler, der kleine Unruhestifter, sagen wir es mal so. Ja, und von daher, ich mag halt die ganze Bande gerne. So, ja, dann mach doch nochmal weiter. Ich mach weiter, gut. So, dann hatte ich mir von Terry Brooks Hook ausgewählt und Hook. Ich weiß gar nicht, was ich mir Peter Pan habe. Ich mochte das eigentlich nie, die Geschichte so besonders gerne. Sina hat es ja als Kind wirklich in der Dauerschleife geguckt und immer, wenn wir im Disneyland waren, ging Peter Pan Flug. Genau, und wenn wir anderthalb Stunden anstehen mussten, das war egal. Peter Pan musste sein. Egal wie kalt. Egal wie kalt, egal ob Regen oder Schnee oder Sonnenschein, das musste, es war Pflichtprogramm. Ja. So, jedenfalls Hook setzt halt in dem Moment ein, wo Wendy alt ist. Wendy ist jetzt schon Großmutter. Ihre Enkelin ist mit Peter Pan verheiratet, aber Peter Pan heißt nicht mehr Peter Pan, sondern Peter Banning. Und er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er mal der Pan war. So, und er hat schon zwei Kinder. Sie leben eigentlich in Amerika. Er ist sehr erfolgreich, ein Geschäftsmann. Er ist irgendwie Anwalt und kauft irgendwelche Grundstücke und bebaut die. Und er ist unzuverlässig, wenn es darum geht, seinen Kindern mal beim irgendeinem Spiel zuzuschauen. Oder jetzt wurde eine Theateraufführung von Peter Pan gegeben und seine Tochter ist darin aufgetreten. Und er kommt immer zu spät und Wendy ist ja ziemlich desinteressiert, wenn er dann da ist. So, und sie reisen jetzt nach Wendy, um nach Wendy? London. Ja. Wendy. Ja, ja. Sie reisen hier zu Wendy, weil sie ein Waisenhaus, irgendwie da nochmal ein Flügel wird da gestiftet und angebaut und da zu diesem Ereignis reisen sie jetzt an. Tja, und dann am Tag der Feier, aus irgendwelchen Gründen, ist das Fenster der Kinder nachts auf. Und ihr könnt euch vorstellen, wer erscheint. Hook kommt und er entführt die Kinder. Ja, aber Peter Pan erinnert sich an nichts mehr. Tinkerbell kommt dann, aber er erkennt auch Tinkerbell nicht und er ist dick geworden, er hat keine Kondition und vor allen Dingen hat er nichts Kindliches mehr an sich. Es wird ein schwerer Brocken, um die Kinder wieder zu holen. Ja, ich muss sagen, ich fand das Buch so lala. Irgendwo zwischen 3 und 4 Sternen. Den Film mochte ich als Kind, aber nicht mehr als Erwachsene. Ich fand Julia Roberts, also ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Ich weiß aber, dass ich Julia Roberts nicht mochte als Tinkerbell, obwohl ich sie sonst eigentlich sehr gerne mag. Aber ich habe Peter Pan jetzt ja erst gelesen gehabt und soweit ich mich erinnern kann, ist Tinkerbell ja eigentlich schon tot. Die taucht jetzt aber wieder auf. Na, das ist ja vielleicht mal ein Spoiler. Ja, wenn man Peter Pan gelesen hat, weiß man das. Ja, wenn man ihn gelesen hat. Wenn man ihn gelesen hat, wenn man nicht nur die Disney-Version kennt. Okay, gut. Also gehen wir darauf nicht weiter ein. Waren jedenfalls so kleine Unstimmigkeiten und ich habe auch Robin Williams immer im Geist dann vor mir gesehen. Der hat ja damals dann den Hook gespielt. Nein, nicht Hook, hier links. Und Dustin Hoffman hat den Hook gespielt. Er war eben Peter Pan. Ja, also ich muss sagen, auf der einen Seite Hook, der ja immer sehr viel aufs Tier gibt, der auch sehr gerissen ist, das muss ich sagen. Er ist psychologisch nicht schlecht drauf. Konnte es mich nicht ganz hundertprozentig vom Sockel hauen. Ja, ich bin mal gespannt. Von Terry Brooks habe ich jetzt ja noch so einen Stapel da liegen. Shannara, die Reihe. Ich hoffe, dass die besser ist, weil Hook ja auch das Buch zum Film ist. Nach dem Drehbuch und so weiter kam dann ja Hook. Geht selten gut. Gut. Geht selten gut. Gut. Okay, dann zeige ich euch jetzt, was ich noch gelesen habe. Ich habe gelesen Welcome to Horrorland, der Doppelschocker 20. Die erste Geschichte, die gibt es nämlich auch einzeln, ist dann die Geisterhöhle. Und ja, das habe ich gelesen. Und wie fand ich es? Ich fand es so lala. Also das war jetzt nicht meine Geschichte. Ich fand, da war viel zu viel offen. Es ist einfach... Ja, Gruselfaktor ist da, aber es ist einfach so viel, was der eigenen Fantasie überlassen wird und es geht für mich auch nicht auf. Es war für mich auch nicht wirklich logisch oder nachvollziehbar. Also das fand ich, war jetzt ein sehr
deutlich schwächerer Teil. Ich habe zwar schon noch schwächere gelesen, aber ich fand ihn jetzt nicht wirklich gut. Es geht halt um Jerry und Tess heißen sie. Jerry und Tess, und sie reisen zu ihren Großeltern, glaube ich, war das. Und ja, dort tauchen drei Kinder auf und auf dem Grabstein in dem Ort sehen sie überall nur, dass es der Familienname von ihnen ist. Sadler, Sadler, Sadler. So, und ja, dann gibt es da auch noch eine Geisterhöhle und da ist wohl ein Geist und es ist, ja. Eine Geisterhöhle mit einem Geist. Ja, unglaublich, ne? Ja, es ist halt nicht so unbedingt meins gewesen. Also dazu wird es auch keine Einzelvorstellung oder so geben. Es war einfach auf der schwächeren Seite der Bücher. Also das ist jetzt nichts... Ich habe es auch tatsächlich abgebrochen gehabt und habe dann gedacht, das Cover ist so geil, du willst es nicht weggeben. Weil das ist ja eigentlich bei mir die Regel, wenn ich ein Buch abbreche, dann muss es auch raus. Dann wird es abgegeben. Und ich finde das Cover so toll. Und ich mag meine Stein-Sammlung dann nicht plötzlich ohne bestimmte Teile dran haben. Also müssen sie dann wenigstens gelesen sein. Also habe ich mich da noch durchgekämpft durch die letzten Sachen. Also da muss es mich dann schon wirklich so wenig schocken, dass ich die Sachen nicht in die Stein-Sammlung übernehme. Aber naja, okay. Jetzt habe ich erstmal keine Lust auf Teil 2, der Panikpark, aber das muss dann jetzt wohl irgendwann mal sein. Aber ich habe zumindest schon mal den ersten Teil gelesen. Aber kennt ihr das? Dann hat man von den Autoren erstmal ein etwas schwächeres Buch gelesen und dann hat man erstmal so keinen Bock auf die anderen. Aber nun ja, wir werden sehen, wann es dann fertig wird. So. Tja, und ich war beim Universum in der Westentasche unterwegs von Simon Garfield. Ich muss sagen, das Buch hat mich total interessiert. Es hat mir noch mehr Appetit, Spaß auf Miniaturen gemacht. Ich fand das einfach sehr erstaunlich. Da waren viele Sachen für mich drin, über die ich auch noch nachdenken muss, die vielleicht auch manchmal ein bisschen so meine Theorien unterstützen, von wegen dem Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Wie ist das, wenn man voller Leidenschaft ist für zum Beispiel Streichhölzer und Streichholzschachteln? Und ich wusste gar nicht, dass es Streichholzschachteln damals sogar aus Holz gab. Natürlich für mich eine große Faszination auch die Welt der Mini-Dörfer oder Mini-Städte und auch der Puppenhäuser, natürlich ganz klar. Natürlich würde ich gerne mal von Queen Mary das Puppenhaus sehen. Und die Geschichten, die dabei ja auch noch am Rande sind und auch die Psychologie, die vielleicht auch dahinter steckt. Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ein Rod Stewart auf seinem, ich weiß nicht, jedenfalls er sprach, da gehe ich nach oben, also wahrscheinlich auf dem Boden oder im zweiten Stock oder wo auch immer, auf 140 Quadratmeter eine Modelleisenbahn sich gebaut hat und das, wenn er auf Tournee geht, dass er immer Kisten mitnimmt, wo er Züge drin hat und Gleise und die baut er dann in seinen Hotelsuiten auf, dann gibt das doch mal ein ganz, ganz neues Bild von dem Herrn, von dem rockigen Rod Stewart. Wir mögen das ja. Ja, total. Freundin hat gleich gesagt, nein, aber wir mögen es ja, wenn jemand noch kindlich ist und noch spielen oder kann. Wusstet ihr zum Beispiel, dass H.G. Wells, ihr wisst ja, der hat ja Krieg der Welten geschrieben und er hat auch die Zeitmaschine geschrieben, dass er sogar zwei Bücher über... Nein, H.G. Wells hat nicht, hat der auch... Krieg der Welten geschrieben oder nee, war das Orson Welles? Das war Orson Welles. Wie komme ich denn jetzt darauf? Ein Welles halt, ne? Ein Welles. Und wenn es der ist, der irgendwo im Fluss schwimmt oder... Der andere ist der von der Zeitmaschine. Warte. Ist ja auch egal. Ich gucke jetzt nach. Nicht, dass ich euch hier Quatsch erzähle. Aber das fand ich so interessant. Wo habe ich es jetzt? Das waren die Miniaturen. Im Flohzirkus geht es auch. Es geht... Da haben wir... Es ist H.G. Wells. So, und irgendwo, was hat er denn noch alles geschrieben? Ist Krieg der Welten. Er war Krieg der Welten. So. Er war Krieg der Welten wirklich, nicht Orson Welles? Anscheinend. Wir gucken es nochmal nach. Auf alle Fälle war er jedenfalls so, dass er gerne mit seinen Miniaturfiguren selber gespielt hat. Er hat zwei Bücher halt auch über das Spielen geschrieben. Er war nicht begeistert von Spielzeuggeschäften, weil die angeblich halt die Möglichkeiten, die man hat, verschenken
Und er hat halt alles selber gemacht. Er hat sich Welten da aufgebaut. 4 Inseln hatte er, glaube ich, auf seinem Fußboden. Und er hatte auch rausgekriegt, was genau der richtige Fußboden ist, wenn man mit Zinnsoldaten und solchen Figuren spielt. Und das macht mich einfach total an. Das ist so absolut meins. Auch diese Miniaturen, diese, die man in Medaillons gesteckt hat. Es ist einfach eine mega Faszination für mich. Das war ja, wie schon gesagt, auch schon bei Briefmarken so bei mir. Und Yoda, ich bin alles. Ich war auch eine Miniatur, wie ihr seht. Auch das ist eine Miniatur. Ja. So, hast du noch Nein, was? Ich habe nichts Gut. mehr. So. Ich sollte auch reichen. Nachdem ich jetzt in der fetten Leseflaute war, konnte ich euch immerhin hier jetzt drei Bücher präsentieren. So, noch gelesen habe ich Die größten Rätsel der Kunst. Und ich muss sagen, das Buch kann ich euch, wenn ihr euch für Kunst interessiert, wenn ihr vielleicht noch nicht ganz tief in der Materie drin seid, aber trotzdem wissen möchtet, was das Geheimnis der Mona Lisa war oder von irgendwelchen anderen Gemälden oder Bauwerken oder hier habt ihr das Mädchen mit dem Perlohrring. Es gibt ja auch diesen Film mit Colin Firth. Was war das Geheimnis von Van Meer? Das sind halt Sachen, die könnt ihr in diesem Buch erfahren. Es ist nicht super tiefgründig, also es geht nicht bis ins allerletzte Detail. Es ist halt so, dass ihr immer eine Seite habt und ihr habt eine Seite Bild, aber ich finde die Informationen, die man da rauszieht, doch schon erstaunlich viel. Ja. Rätsel-Exemplar. Ja. Rätsel-Exemplar. Stimmt. Sei dazu gesagt. Gut, gut, dass du es sagst. Ja, auf alle Fälle. Wenn ihr euch für Kunst interessiert, wenn ihr da mal reinschnuppern möchtet, dann kann ich euch das absolut empfehlen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und sehr lehrreiches Buch. So, und damit sind wir dür. Sagt man das so? Ja, ne? Du musst aufpassen, nicht, dass das überklickert. Wie lang hast du denn da? Ja, da habe ich ja gerade Schiss, weil das ein so, bisschen und jetzt raucht es. Schief drin ist. So, okay, meine Lieben, wir haben jetzt Roda, ja klar, wir haben Roda von der Überschwemmung gerettet. Vom Verwachsen. Wir haben Yoda von der Überschwemmung gerettet. Und so, ja, das war's von uns. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr diese Woche gelesen habt. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Kommt gut rein und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich den Start in die Woche abbringen. Und vor allen Dingen, passt gut auf euch auf, ja, und lasst euch den wichtig. Spaß nicht nehmen. Und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Also viel Spaß und eine schöne Weihnachtszeit. Bis dann.